Let's Play. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Skyrim-Freunde, zu einer weiteren Let's Play-Episode. Ach ja, wir sind hier gerade im Auftrag von Astrid unterwegs und müssen Cicero, den kleinen Hof nach Spacken, erdolchen. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind hier in der zweiten Zuflucht, die sich im Himmelsrand befindet, und zwar in der Nähe von Dämmerstern. Und weil wir uns einen Spaß daraus machen wollen, haben wir einfach mal die Klamotten von Cicero angezogen. Hier, diese Hofnarr-Klamotten, die lagen am Anfang dieser Zuflucht einfach so auf dem Tisch rum. Die haben sogar einige ganz nette magische Eigenschaften, aber die sind eigentlich eher nebensächlich für uns. Auf jeden Fall cool. Sind wir hier gerade auf dem Weg und müssen der Blutspur eigentlich folgen, um zu Cicero zu gelangen. Aber ich schaue mich hier natürlich ein bisschen um. Hat sich gelohnt, da vorne ist schon eine Truhe. Und hier haben wir ein Wild, irgendwas, verdammt, ich habe das Fleisch von dem Vieh aufgehoben. Das wollen wir nicht hier, kann ich das essen? Oh, lecker! Na, rohes Fleisch ist doch immer noch am besten. Rolle des Feuerballs, die sogar drei Stück, die nehmen wir mit, die sind so einiges wert bei so manchen Magiern. 9 Gold in der Truhe, geil, die Truhe ist mehr Gold wert wie der Inhalt. Das sind wieder solche Undinge. So, Ziege mit 2 Ringen, keine Ahnung, wie, hat die gefressen? Haben wir die jetzt so hinten aus den Hintern rausgezogen? Oder warum hat eine Ziege 2 Ringe? Vielleicht auch an den Hörnern gehabt oder so, in der Nase, so pro Nasenloch ein Ring, ist ja auch möglich. Wie dem auch sei, die Ziege wird die Ringe nicht missen, sie ist ja schon tot. So, ich wollte mich hier ein bisschen umgucken, ich verlaufe mich hier gerade ein bisschen, wir sind jetzt aber im Kreis gelaufen, genau. Hier war der Unfrücke-Typ. Ah, genau. Richtig. Hier ist ein toter Horker. Den hatte ich gerade schon gelootet. Uninteressant. Da geht's jetzt hier der Blutspur weiter. Nach. So. Und da vorne ist er schon. Ich sehe schon den Cursor. Hallo, Cicero. Du wirst es nicht mehr lange machen, ja? Kannst jetzt schon mal deinen letzten Willen niederschreiben. Falls du irgendwas zu vermachen hast, dann mach das besser jetzt. Denn du hast nur noch wenige Minuten zu leben. Kleiner Hofnarr. Kette ziehen, das ist wahrscheinlich ein Fehler. Ne, doch nicht. Ganz ehrlich, die hätten die Kette von der anderen Seite anbringen können, dann wäre das sicher gewesen. Aber so kommt doch da jeder durch. Haha, natürlich sind hier wieder komische Wächter der Zuflucht, die jetzt draufgehen werden. Headshot. Double. Kill. Bam. Der sagt nichts mehr. Ey, ich hätte das Katana ganz kurz aufheben können. Jetzt ist es verschwunden. Da müssen wir beim nächsten Mal drauf achten, wenn da noch ein Geist stirbt, ganz schnell. Ich hätte so gedacht, so hat der Zuhörer sei schon tot. Was? Vielleicht könnten wir das einfach vergessen. Die Vergangenheit ruhen lassen. Was macht ihr? Was macht ihr? Ich töte deine nervigen Kollegen hier, diese komischen Geister, die sowieso nichts drauf haben. Und Fustora! Hallo. Hallo. Ach verdammt, erst macht der nix, dann halte ich es nicht gedrückt und dann macht er nur so ein kleines Fuß. Fuß. Bei Fuß. Hallo Wächter. Die haben ja gar nichts drauf. Ja, Wächter, looten geht nicht. Ich drück E, macht da nicht, schade. Ah Mann, jetzt bin ich enttäuscht, also. So, ich habe gerade die Schaufel aufgehoben und habe dabei hämisch gelacht. Denn, vielleicht können wir Cicero ja mit der Schaufel kaputt kloppen, wenn es eine Waffe ist. Ist die Schaufel eine Waffe? Bitte! Kann ich die in der Hand nehmen? Das wäre so geil! Wo ist die Schaufel? Schlüssel? Nein, das muss hier unter Sonstiges sein. Lalalala, Schaufel. Kacke! Was, das wäre so geil, ne? Schaufel in der Hand, blöng! Weg! Dann hätten wir hingekriegt, da bin ich mir sicher. Die ganzen anderen Kollegen von uns haben Waffen und kriegen Cicero nicht platt und wir machen es mit einer Schaufel. Ja. Wer ist hier der meiste Assassine? So. Wir laufen hier anscheinend durch eine Krypta, fällt mir mal so nebenbei auf. Und man kann die Särge looten. Ach so. Naja. Eine Meistertruhe. Das ist schon eventuell eine Herausforderung. Wir merken. So, wir müssen die richtige Stelle finden. Da ist Gefühl gefragt und eine Menge Dietriche, aber wir haben genug.
Über 99 steht da unten. Die genaue Anzahl ist unbekannt. So, da in die Richtung ist richtig. Wir müssen da links drehen. Ja, nee, oh, verdammt, ein Stück mehr. Ich würde sagen so. Nicht. So. Mann, was ist das denn? Früher haben wir uns doch nie so doof angestellt. Na, noch ein bisschen. Was? Ich muss mir hier, jetzt gucke ich mir diesen Fleck da aus und drehe. Okay, ein bisschen weiter weg von dem Fleck in die Richtung. Ah, okay. Die Richtung ist gut. Also, ich war gerade ungefähr hier. Also machen wir mal bis da. Ja, noch ein Millimeter. Haha, der Meisterdieb. Wir haben es nicht verlernt. 136 Gold. Vergoldete Elfenbeinrüstung der überragenden Zerstörung. Das können sie behalten. Wir rennen doch als Dieb nicht in einer glitzernden Rüstung rum. Was ist denn das für ein Sinn? Bitte seh mich nicht. Ich habe zwar glitzernde Klamotten an, aber... Oh Mann. Ich hau nicht mit der Fackel. Guck mal, der kippt um. Der kippt einfach so um. Und jetzt. Bleib liegen, da wo du hingehörst. In den Dreck mit dir. So, und jetzt nochmal. Und einmal mit links. Und... Wann? Ich will die Waffe aufheben. Der nächste Geist. Wenn es ein Trost ist. Weh, Sarah, tut mir ein wenig leid. Ja, ja. Diese dumme Echse stand mir im Weg. Aber bitte sag mir, dass dieser monströse Schäferhund verblutet ist. Was? Was für ein Schäferhund? Ach, der meint bestimmt den Mann von Astrid. Nee, also... Vielleicht, also wir wissen es nicht. Er wollte zurück zu Astrid. Und nun kommt das Ende unseres Stücks. Das große Finale. Ja, das große Finale. Und du wirst dich wundern. Du wirst denken, du wirst gegen Spiegelbild kämpfen. Hallo? Ich kann die Waffe nicht wechseln. Ist das ein Leck? Hallo, ich will die Waffe wechseln. Macht er nicht. Kann ich das nicht? Hä? Hier, was, hier kann ich's? Das ist doch alles buggy, das Menü, alles. So, hier, Justika, nee, Ebernetzschwert und blablab und das. Ist ja dunkel, hier siehst du nichts öffnen. Cicero, da vorne bist du ja. Hat er seine Hofner-Klamotten an? Sieht so aus, ne? Sollen wir den direkt erdolchen oder ein Foltergerät? Kann man das mitnehmen? Dann will ich mir mal angucken. Ach so, das ist so ein Werkzeugding. Da hast du eine Zange, da hast du irgendwelche geriffelten Messer. Ja, das könnten wir ja Cicero ausprobieren. So rein theoretisch zumindest. Ihr habt mich erwischt. Ich nee, noch gebe nicht. Auf. Für eure Geisteskrankheit gibt es nur ein Heilmittel, Cicero, mich. Deine Zeit ist gekommen, Verräter. Nee, wir schweigen, wir lassen ihn erstmal. Ich meine, so viel Anstand müssen wir haben. Der ist sowieso fast drauf, der kann kaum noch atmen. Guck mal, wie der da liegt, wie so ein Tropfen Wasser, was weiß ich da. Wir schweigen, der soll da mal seine letzten Worte an uns richten. An seinen Richter, an seinen Henker. Schweigen. Oh, ihr hört lieber zu, was? Ja. Aber natürlich, natürlich. Der Zuhörer hört zu. Ein Boah. Witz. Ein lustiger Witz. Ich habe ihn verstanden. Dann hört euch das an. Tötet mich nicht. Lasst den armen Cicero leben. Ich habe die Hure Astrid angegriffen, jawohl. Und ich würde es wieder tun. Alles für unsere Mutter. Kehrt zu ihr zurück und sagt ihr, ich sei tot. Sagt ihr, ihr hättet mich mit meinen eigenen Gedärmen erwürgt. Aber lügt. Ja, lügt. Lügt und lasst mich leben. Ja, wir haben jetzt wirklich die Wahl. Also, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich meine, ich hatte ja schon vorletzte Episode gesagt, ich glaube, in der letzten habe ich es auch mal erwähnt, dass wenn ich die Wahl hätte, dass ich dann eigentlich Astrid erdolchen würde, weil mir die Frau auf den Sack geht.
Cicero, gibt auf! Aber der geht mir auch auf den Nerven. Ja, ja, jetzt hör da auf mit deinen Rumgekeuchen, du scheiß Schauspieler. Ich nehme jetzt erstmal das Gold mit. So. Cities über uns beide richten. Komm, wir können den ja zumindest ausrauben. Oh, 500. Ja, das nehmen wir mit. F5. Und der hat auch irgendeinen coolen Dolch. Cities Razor. Ach, hier, guck mal, mit der dunklen Bruderschaft. Hier mit so einem coolen Symbol. Finde ich eigentlich mal gar nicht schlecht. Also so von der Idee her. Sieht aus wie ein Küchenmesser, ganz normal. Der Style ist zwar für den Arsch. Abgesehen von der Handfläche hier. Und der Damage ist auch unterirdisch. Aber das... Okay, das Gold nehmen wir mit. Wir lassen den leben. Wir entscheiden uns jetzt dafür. Beziehungsweise, ich habe mich ja schon vor 2 Episoden entschieden. Weil ich mir schon gedacht habe, dass man sich irgendwie... Ja, okay, ich habe mir nicht gedacht, dass man sich entscheiden muss. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir auf jeden Fall Astrid erdolchen und der Typ auf jeden Fall am Leben bleibt. Aber wir haben jetzt die Wahl. Aber ich entscheide mich jetzt so. Ich habe das auch schon begründet. Weil die Astrid, die hat die Bruderschaft verkommen lassen. Die hat ja kaum noch Aufträge, das habe ich schon mal erzählt, ich weiß. Und da müssen wir ein Ende setzen. Das wird Zeit, dass hier die 5 Tenets wieder eingefügt werden und das geht mit ihr einfach nicht als Anführerin. Dementsprechend müssen wir da Hand anlegen und mein Gott, ist ja auch scheißegal. Wir haben so viele Leute erdolcht, dann erdolchen wir eben jetzt so eine komische Frau da noch und ein Agonia und die, ach, das Vampirmädchen, da tut mir so ein bisschen leid. Aber ist ja eigentlich kein Mädchen. Wir müssen uns ja nicht blenden lassen von den Äußeren. Die ist 50.000 Jahre alt oder so. Von daher können wir auch die erdulchen. Kleine schnuckelige Mädchen, das eigentlich gar kein Mädchen mehr ist. So, dunkle Bruderschaft Sanctuary. Wir gehen dann mal da rein. Jetzt müssen wir schauspielen. Ha, verdammt, das könnte ein Problem werden. Hallo Astrid, ja, Cicero ist tot. Ja, natürlich. Ich habe sogar als Beweis seine Klamotten an. Das ist gut. Das wird sie überzeugen. Das überzeugt sogar mich. Hallo Astrid. In Sicherheit und dafür habt ihr meinen Dank. Aber ja. Was ist mit dem Verrückten? Ist Cicero tot? Ja, natürlich. Ja, Cicero ist tot. Hervorragend. Ihr habt einmal mehr euer mörderisches Können unter Beweis gestellt. Wisst ihr, warum behaltet ihr Schattenmähne nicht noch etwas länger? Er ist ein edles Ross und wurde in letzter Zeit nicht annähernd so oft geritten, wie er es nötig hätte. Da dieses Problem mit Cicero nun aus der Welt geschafft ist, können wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren, hm? Gut, und wie lautet meine nächste Aufgabe? Es bleibt nur noch ein Ziel, bevor wir gegen den Kaiser losschlagen. Habt ihr zufällig schon vom Feinschmecker gehört, sein Kochbuch gelesen? Es ist ziemlich berühmt. Der Feinschmecker soll bei einem besonderen Festmahl für den Kaiser kochen. Ihr werdet ihn töten, seinen Passierschein an euch bringen und die Rolle des Meisterkochs spielen. Festus ist für diesen Teil unseres Plans zuständig. Er steht kurz davor, die Identität des Feinschmeckers aufzudecken. Ihr solltet mit ihm reden. Der Wahnsinn hat ein Ende beendet. Ich glaube, der hat noch kein Ende. Der lebt noch. Der wird irgendwann zurückkehren und dann hat er seine Rache und dann bringen wir hier alle um. Zusammen mit ihnen, hoffe ich. Tötet gut. Melde dich bei Festus und irgendwas. Oft. Ja, machen wir. Wir werden bald ganz oft killen. Ich muss mal nachzählen, wie viele Leute in der Bruderschaft rumrennen, aber so oft werden wir dann töten. Aber im Moment, jetzt muss ich die stinkenden Klamotten hier ausziehen. Jetzt ist auch langsam gut. So, dann müsste es gewesen sein. Ja, jetzt sehen wir wieder ansehnlich aus. Das Hallo Astrid, ja, du bist ja eine Nette, ne? Also, man könnte schon fast in der Vergangenheitsform von dir reden. Was, wieso? Ach, nur so. Ich meine, du bist ja auch nicht mehr die Jüngste, ne? Und im Gegensatz zu uns bist du ja auch kein Vampir. Das heißt, du alterst. Wir sind ja ewig jung. Der Jungbrunnen. Eure Gerissenheit und euer Geschick, hallo Gabriella. Hallo Babette. Ach da. Ach, der Opa ist das. Keine Herausforderung. Ah ja, guck mal, die süße Spinne. Ja, hallo. Ja, wie geht's dir denn? Willst du ein Leckerchen? Ja, da muss ich mal gucken, ob wir was dabei haben. Was haben wir denn hier? Ja, guck mal hier. Eine blaue Pfeilfeder. Hier, lecker. Wo habe ich denn das Leckerchen hingeworfen? Die hat das bestimmt schon gefressen. Mann, hast du... Nee, da fliegt's. Hier. Da, lecker.
Was ist das für ein Zaubertrick? Hier! Nom, 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 nom. Oh, frisst du sowas? Ja, hier! Nee, ich glaube, die will nichts geschenkt haben. Die möchte sich dann erarbeiten. Das Fresschen, ne? Gib das doch mal her! Hallo! Man isst, man spielt nicht mit den Essen. Hier, guck mal, sie fliegt noch. Jetzt musst du sie fangen. Guck mal, die ist gelandet. Ja, doofe Spinne, da leck mich doch an eine Fott, ey. Weißt du, willst du tierfreundlich sein? Bist du sogar zu Arachnoiden freundlich? Weißt du, manch einer, der tritt einfach nur drauf, wenn sie irgendwo rumrennen. Nee, ich will mit denen interagieren und die ignorieren mich einfach, weißt du. Spinnen, die können mich auch mal jetzt lieb haben. Jetzt Ende hier mit der Tierfreundschaft. Da seid ihr ja. So. Habt euch mit Cicero aber Zeit gelassen, hm? Ja, ich hab mal ein bisschen geplaudert. Astrid hat euch hoffentlich vom Feinschmecker erzählt. Dass ich ihn umbringen soll und seine Identität annehmen soll? Ich hoffe, der Feinschmecker ist nicht so ein fundiges Kerlchen, sonst muss ich noch ein bisschen zulegen in den nächsten Stunden. Also, das könnte ein Problem werden. Genau. Aber erst müsst ihr herausfinden, wer er ist. Vorausgesetzt, es ist wirklich ein Er. Könnte ja auch eine Frau sein. Das stimmt. Der Feinschmecker könnte auch eine Frau sein, rein theoretisch. Ihr wisst also nicht einmal, wer der Feinschmecker ist? Na herrlich, super Aufklärung, wie damals bei Optimus Primus Maro, den Typen, na was weiß ich, Gaius Maro, so hieß er, wo wir den Brief unterbringen müssten. Nix haben sie rausgefunden. Das gibt dann Stadtplan, Reiseplan, der natürlich komplett falsch war, aber da geht doch nicht rum. Bei meinen Ermittlungen bin ich auf das hier gestoßen. Ein Exemplar des Kochbuchs des Feinschmeckers. Aber nicht irgendein Exemplar. Es ist signiert. Seht doch. Boah. Es scheint sich um eine Botschaft des Feinschmeckers an einen gewissen Anton Viran zu handeln. Ich habe Viran in der Festung von Markart aufgespürt. Scheinbar ist er dort Koch. Und dieser Anton Viran kennt die wahre Identität des Feinschmeckers. Wird er wahrscheinlich kennen, wenn da ein Autogramm davon da drin ist für den? Ich glaube ja. Deshalb sollt ihr von Viran in Erfahrung bringen, wer der Feinschmecker wirklich ist und wo er sich befindet. Ach ja. Und sobald ihr mit Viran fertig seid, bringt ihr ihn um. Man soll immer hinter sich aufräumen. Danach müsst ihr... Hört ihr mir eigentlich noch zu? Nee, Entschuldigung. Schweigen. Wie gesagt, ihr müsst natürlich den Feinschmecker töten. Aber ihr braucht außerdem auch seinen Passierschein, damit ihr seinen Platz einnehmen könnt. Oh, und nach Möglichkeit solltet ihr seine Leiche verstecken. Je länger es dauert, bis seine wahre Identität herauskommt, desto besser. Und jetzt fort mit euch. Wie definieren die denn Verstecken? Ist egal. Was könnt ihr über Feinschmecker sagen? Das ist eigentlich komplett wurscht. Komm, fragen wir mal. Was könnt ihr mir noch über den Feinschmecker sagen? Vielleicht weiß er ja noch irgendwas. Ach, niemand kennt seine wahre Identität. Nun natürlich ja, nicht. Niemand außer Gaius Maro und... um den habt ihr euch ja bereits gekümmert. Toll. Ich weiß, dass der Feinschmecker in Hochfels eine Ausbildung in traditioneller bretonischer Küche erhalten hat. Dort muss er Anton Viran begegnet sein. Jedenfalls teilt unser anonymer Koch seine Leidenschaft fürs Essen mit ganz Tamriel. Und diese Anonymität wird sich für den Kaiser als fatal erweisen. Also die... Haben die beim letzten Schritt nicht schon diesen Schritt erarbeitet? Ist das alles ganz spontan? Dann hätten wir doch den Gaius Maro vorher fragen können, wenn der weiß, wie der aussieht. Nee, den bringen wir um. Ach, da war ja was, der hätte das wissen können. Ja, Pech gehabt, ne? Also, das ist ein nicht Saftladen, ist das hier. Ich weiß schon, warum ich die nachher alle erdolchen möchte, werde. Keine Ahnung, werden wir sehen. Vielleicht kann man die auch nicht erdolchen, weil es Quest-NPCs sind, aber so. Jetzt kommt erstmal Lesestunde mit Wotan. Wir haben ja erlesener Geschmack signiert. Das lesen wir uns jetzt komplett durch und danach renne ich direkt in die Küche und werde was kochen. Sind das viele Seiten? Kack die Wand an, ey. So, nochmal zurückblättern. Sind ja nicht viele Seiten, weiß ich nicht. 12 oder so. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber so spontan. Herzlichen Glückwunsch. Bla.
So. Für meinen alten und lieben Freund Anton. Ich werde nie die Freundlichkeit vergessen, die ihr und die ganze Familie Virane mir entgegengebracht habt. Als ich Hochfels vor so vielen Jahren besucht habe. Wir waren beide jung, ungestüm und töricht und es waren gefährliche Zeiten für uns alle. Aber wir mussten schon damals, dass wir heute mit Sicherheit wissen, die Küche ist unser Schlachtfeld. Unser Schwert, der Löffel, unser Feind, der Hunger. Finde ich gut. Und nun, dank eurer Ratschläge und Freundschaft, kann ich unsere Liebe für die bretonische Küche mit ganz Tamriel teilen. Denn dieses Kochbuch ist nicht nur eine Sammlung von Rezepten, sondern die Essenz meines Lebenswerkes und ein Beweis für die Macht der Leidenschaft. Euer Essensfreund, der Feinschmecker. Sind das Kannibalen? Was kochen die denn? Erlesener Geschmack von der Feinschmecker. Yum, yum. Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Öffnen dieses Buches habt ihr den ersten Schritt einer wahrhaft epischen Reise unternommen. Eine Tour durch die weite Landschaft der bretonischen Küche und ihrer unzähligen Freuden und Wunder. Ihr werdet so köstliche Gerüche, Geschmacksnoten und Konsistenzen erkunden, dass sie euch unmöglich erscheinen werden. Aber sie sind sehr wohl möglich. Wenn ihr euch an die sorgfältig ausgewählten Rezepte dieses Kochbuchs haltet, werdet ihr tatsächlich außergewöhnliche Gerichte mit einer solchen Leichtigkeit zubereiten, dass euch eure Mitmenschen der Zauberei verdächtigen werden. Aber die einzige Magie ist die, die in eurem Herzen lebt. In eurem Herzen. Eure Leidenschaft für die Zubereitung köstlicher, wunderbarer Speisen, die einfach zubereitet und unendlich genossen werden können. Fangt hiermit an. Dann auch, was? Dann auch ihr eines Tages ein Feinschmecker sein. Dann werdet, da fehlt ein werdet. Der bringt hier Bücher raus und da fehlen Wörter. Hat das jemand Probe gelesen? Der hat keine Freunde, der hat keinen Verleger. Das ist, oder habe ich mich verlesen? Fangt hiermit an, dann auch ihr eines Tages ein Feinschmecker sein. Achso, da muss man so ein bisschen russisch, dialektisch lesen. Fangt hiermit an, dann auch ihr eines Tages ein Feinschmecker sein. Da macht das schon wieder Sinn. Das ist vielleicht, ja, der kommt nicht ursprünglich aus Himmelsfels, der kommt aus irgendwo anders. Deswegen ist der mit der Grammatik und so nicht ganz vertraut. Aber fangen wir mal an mit den leckeren Gerichten. Das Sonnenscheinsoufflé, meine Fresse, hört sich das lecker an, ey. Zutaten, 80 Gramm Kuhkäse, ja? 30 Gramm Butter, 30 Gramm Mehl, 270 Milliliter Milch, ein Ei, eine Prise Salz und eine Prise Pfeffer, eine Tasse gemahlener Muskatnuss. Sind da richtige Rezepte? Die kannst du ja nachbacken. Alter, soll ich so ein Let's Back machen? Und heute backen wir die Skyrim-Rezepte. Das könnte funktionieren. Das wird ein Renner auf YouTube. Let's Back, Let's Bake wäre das ja dann. Let's Bake. Mit Darren D. Heute Skyrim-Rezepte. Muss ich mir so eine Kochmütze kaufen. Die Idee ist gut. Im Hinterkopf behalten. So, die Flamme eures Ofens schüren und ihn auf eine mittlere Hitze bringen. Den Käse in hauchdünne Scheiben schneiden, indem ihr einen fein geschliffenen Elfendolch über das Käsestück zieht. Da muss ich mir auch einen Elfendolch kaufen. Das Eiweiß vom Eigelb trennen und das Eiweiß so lange schlagen, bis daraus ein fester Eisschnee wird. Draufkloppen, ne? Das ist schlagen. Ei, ich verklopp dich! Jetzt wird Eisschnee! Klopfst du da die ganze Zeit in so eine Schüssel rein, wie so ein Bekloppten. So. Beginnt nun mit der Zubereitung der berühmten Sonnenscheinsoße. Die Butter schmelzen und das Mehl unter ständigen Rühren hinzufügen, bis es gut vermischt ist. Die Mischung auf eine kleine Flamme stellen und vorsichtig die Milch unterrühren. Ihr dürft auf keinen Fall aufhören zu rühren. Auf gar keinen Fall, die Welt geht unter. So, und zwar 10 Minuten lang. Und wenn ihr danach einen Tennisarm habt, dann ist scheißegal. 10 Minuten ununterbrochen rühren. So, bis sich die Soße verdickt hat. Dann und erst dann ist die Sonnenscheinsoße wirklich servierfähig. Vorher nicht, das frisst keiner vorher. Die muss 10 Minuten geschlagen werden. Das ist, ich kann es gar nicht oft genug betonen. Aber jetzt zum nächsten Schritt. Ich denke, ich habe die Dringlichkeit dieses Schritts deutlich genug ausgedrückt. So, Salz, Pfeffer und Muskatnuss hinzufügen und von der Flamme nehmen. Ja, so. Erst den geriebenen Käse und dann das Eigelb hinzufügen. Gut rühren, bis es zu einer Masse geworden ist. Dann vorsichtig den Eisschnee von einem handbeschnitzten Löffel aus... Was? Hickoryholz. Müssen... unterziehen. Das ist natürlich sehr wichtig, dass das Hickoryholz ist und dass der Hand geschnitzt ist. Was will der verkaufen? Wahrscheinlich will er seine eigenen Löffel noch an den Mann bringen und er ist der Einzige, der Hickoryholz überhaupt kennt. Das ist Eichenholz. Der hat das nur anders genannt. Das ist doch... So Geldmacherei ist das. So. Die Mischung vorsichtig in vier steinerne Soufflé-Schalen gießen und jeweils fast bis zum Rand füllen. Aber nicht ganz. Meine Fresse. Die Schalen bei mittlerer Hitze in euren Ofen stellen und die Tür schließen. Öffnet sie 25 Minuten lang nicht, sonst wären eure leckeren Sonnen...
aufgehen, um sofort wieder im Schlund des Ofens zu versinken. Oh, schade. Nach 25 Minuten aus dem Ofen nehmen und sofort servieren, bewundert den Glanz der Sonne und den exquisiten Geschmack des Sonnenscheinsoufflés. Das hört sich schon lecker an. Jetzt kommt die Dontage le Magnifique. Zutaten: 4 Tassen Hühnerbrühe, 4 Tassen Rinderbrühe, 80 Gramm Butter, ein hölzerner Krug Mehl, eine Tasse gewürfelte Karotten gefettet und eine halbe Tasse gewürfelter Zwiebeln. Zum Rezept: Die Flammen eures Ofens Feuer schüren und sie auf eine mittlere Hitze bringen. Alle Zutaten in einen großen Suppentopf werfen, kräftig umrühren. Sobald die Suppe kocht, in tonernen Suppenschüsseln füllen. Bewundert das berühmteste Gericht des Feinschmeckers, die Dontage la Magnifique. Aber wartet, ich weiß, was ihr euch fragt. Das was? Ist das alles? Was ist des Feinschmeckers Geheimnis? Erwartet ihr wirklich von mir, dass ich das Geheimnis meines beliebten Gerichts freisgebe? Wisst ihr was? Das werde ich. Ich bin so ein netter Mann, das werde ich jetzt tun. Denn das Geheimnis meiner Freude seid ihr, meine Zuschauer. Genauso ist es. Ihr und niemand anderes. So ist es. Die Dontage de Magnifique ist köstlich und außergewöhnlich in der Zubereitung, im Geschmack, im Aroma. Das ist es. Gar nicht beschreiben. Allein durch die Verwendung der aufgeführten einfachen Zutaten werdet ihr eine Suppe zaubern, die gleichzeitig herzhaft und lecker ist. Aber um aus der Dontage la Magnifique etwas wahrhaft Magnifiques zu machen, braucht man... Entschuldigung, ich habe Kurzfassung verloren. Tut mir leid. Ich muss mich nachher geißeln, so. Aber um aus der Dontage la Magnifique etwas wahrhaft Magnifiques zu machen, ich weiß auch nicht, was mit der Stelle ist, braucht... Scheiße. Braucht man die Erfindungsgabe eines von ganzem Herzen inspirierten Kochs. Besitzt ihr diese Gabe? Ja? Ich habe Schüsseln mit Dontage le Magnifique serviert. Das geht nicht. Das ist. Ich weiß nicht. Irgendwas schwappt da in meinem Kopf über, bringt mich zum Lachen. Ich muss ja einmal durchatmen. Ich muss hier was trinken. Tut mir leid. Jetzt reiß dich zusammen hier, Mann. Meine Fresse. So, jetzt. Ich habe Schüsseln mit Dontage le Magnifique serviert, die erwachsenen Männern die Freudentränen in die Augen getrieben haben. Könnt ihr erraten, was ich hinzugefügt habe? Könnt ihr zaubern? Ist Ende. Gut, ey. Meine Fresse, ist Ende. Jetzt können wir... Bitte, ich erwarte jetzt von euch, meine lieben Zuschauer, dass ihr diese Rezepte nachkocht und das dann als Video an mich schickt. Und das werde ich dann verlinken. Am besten am Ende mit einer brennenden Küche und alles. Also nicht, dass da irgendwas zu Schaden kommt oder so. Ihr könnt ja ein paar Special Effects hinterher einbauen, damit es so aussieht, als würde die brennen. So. Was sollen wir jetzt machen? Kochen? Nee, genau. So war das. Den Feinschmecker suchen. Das scheint mir ein sympathisches Kerlchen zu sein. Also, der hat Leidenschaft. Der hat alles. Aber, ja, wir haben auch Leidenschaft. Nicht beim Kochen, sondern beim Erdolchen. Halt jeder bei seiner eigenen Art und Weise, bei seiner eigenen Sache. Ist ja auch nicht, ja, ist ja egal, wo man da leidenschaftlich ist. Oh, hallo Schattenmähne, altes Ross. Ist ja egal, wo drin man leidenschaftlich ist. Die Hauptsache ist, dass man es dann auch macht. Denn sonst geht die Leidenschaft ja verloren. Verloren, so. Auf nach Festung Unterstein, um den Atuan Viran zu befragen. Wir sind schon auf dem Weg. Also ich finde das immer wieder verblüffend und erstaunlich, wie unterhaltsam die Bücher sind. Also die sind richtig gut geschrieben. Ich lese sie auch ziemlich gerne. Ich denke, das merkt man. Also, so eine richtige Lesestunde hier teilweise. Ist Tag, dann nehmen wir mal die Fackel weg. Ich will euch etwas anvertrauen. Wir haben einen Mordkomplott gegen den Kaiser aufgedeckt. Und es kommt was dicker. Der Kopf dahinter ist jemand aus der kaiserlichen Wache. Nein! Guck mal, wie sich das schon rumgesprochen hat. War das etwa der Gaius Maro? Den kenne ich. Also, das habe ich gehört. Das ist ein flinke linkes Auge, denn den darfst du nicht trauen. Das ist eine alte Potsau, Alter.
der Gaius Maro. Ich hab mit dem einen getrunken. Puh. Unterste Sau, unterste Kanone. Das ist... Ne. Ne. So, meine lieben Leute, auch diese Episode nähert sich nun einem Ende. Wir haben ein sensationell gut geschriebenes Kochbuch gelesen und die Rezepte sind sogar nachmachbar, denn da sind alles Zutaten drin erwähnt worden, die es auch in Wahrheit gibt. Pfeffer, Salz, Mehl, Eier, Milch und Muskatnuss. Das könnte man mal backen. Ich bin mal überrascht oder interessiert, was dabei rauskommt. Wenn einer von meinen Zuschauern so kochmäßig begabt ist, ja, also im Gegensatz zu mir, bei mir brennt immer die Küche, dann soll er doch mal bitte versuchen, wenn er Lust und Zeit hat, dieses Rezept nachzukochen und dann als Video zu verlinken. Das geht ja, man kann ja auf meine Videos mit einer Videoantwort antworten. Die muss ich dann natürlich zustimmen, aber das wäre richtig geil, das würde mich freuen. So eine Skyrim-Kochshow. Das würde mich freuen, wenn das einer machen würde. Und das wäre bestimmt extrem lustig. So, das war's auf jeden Fall für diese Episode. In der nächsten Episode werden wir dann hier mit diesem Antoine Viran oder keine Ahnung, wie der heißt, ein Wörtchen wechseln und ihn mal fragen, wer denn wirklich der Feinschmecker ist. Ich denke, das werden wir in der nächsten Episode noch rausfinden. Ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.